Danke. Spät aber doch auch von meiner unserer Seite noch einen schönen guten Abend hier im Mediacenter im Allianzstadion nach dem Bundesliga-Auftakt ins Jahr 2022. Ich weiß, ob es die Interview noch nicht gehört. Der Trainer wird es jetzt zum wiederholten Male, nehme ich an, sagen. Vielleicht ein großer Kampf, aber leider am Ende 0 Punkte. Wie würdest du das Match analysieren? Ja, jetzt schade. Also wenn man noch so einen Fight und so eine Bereitschaft, so eine Hingabe Salzburg richtig fordert über weite Strecken, dann nicht dafür belohnt wird mit Zählbaren, das tut weh. Die Jungs sind auch niedergeschlagen, auch verständlich, weil sie wirklich alles gegeben haben. Sie sind heute als Team aufgetreten, sie haben unglaublich füreinander gearbeitet, sie haben gegen den Ball so gut wie fast gar nichts zugelassen. Aber natürlich hätte man es auch besser machen können. Ich glaube, der Schlüssel wäre gewesen, nach dem 1:0 einfach die Räume, die wir uns vorgenommen haben, zu bespielen bei Balleroberung, entweder ganz hoch oder tiefer, auch zu treffen und da einfach gefährlichere Nadelstiche zu setzen. Das haben wir nicht geschafft. Und ja, dann haben wir einfach Kleinigkeiten gefehlt bei den Gegentoren, wo wir uns ja besser anstellen müssen, Überzahl haben und trotzdem das Tor bekommen. Danke sehr, und ich darf um Fragen bitten, kurzes Handzeichen, der Herr Christian Hackl überraschenderweise. Das Mikrofon kommt auch überraschenderweise. Es hat äußere Gründe, aber wenn man sich anschaut, war die Ersatzbank fast prominenter besetzt als Teile der Mannschaft. Aber es gibt wahrscheinlich Erklärung bei jedem, ganz einfach nicht Fitness. Und würdest du sagen, dass letztendlich, ja, auch wenn man dann die Statistik schaut, dass es halt doch der Klasseunterschied war, der ausschlaggebend war, bei allem Einsatz, bei aller Zweikampfstärke und beim Bemühen? Ja, also jetzt da zur Ersatzbank. Funtas und Hoffmann kein Mannschaftstraining, dementsprechend keine Chance für heute. Ich hätte gern den Taxi heute nachgewechselt, war nicht möglich. Robo Lubicic hat 1,5 Trainings gehabt, war auch ein Risiko, ihn überhaupt so lange spielen zu lassen, weil wir auch noch weitere Spiele haben. Also, und andere sind vielleicht noch nicht ganz so weit, dass sie von Start weg spielen können, und dementsprechend hat sich diese Ersatzbank ergeben. Und ja, schlussendlich, ich glaube, wir haben halt wirklich alles reingeschmissen, wir haben alles probiert, wir haben auch mutig vorne attackiert, wir haben wirklich den Salzburgern, glaube ich, vor allem ersten 50, 55 Minuten richtig Parole geboten, und dann entscheiden Kleinigkeiten. Das tut weh, aber aus denen müssen wir gestärkt rauskommen, wir müssen die Szenen natürlich wie immer aufarbeiten und das nächste Mal besser machen. Dankeschön. Einfach ist natürlich jetzt das Konferenz wie das, ja, aber ist jetzt, ich weiß, man kann immer nur von Spiel zu Spiel denken, nicht? Aber wenn man sich die Meisterschaft anschaut, ist natürlich vielleicht sogar Sturm so wirklich dieses Schlüsselspiel. Ich meine, man muss ja so realistisch sein, es geht immer nur ums obere oder ums untere Playoff. Wirst du irgendwie, hast du eine Hierarchie von diesen zwei beiden nächsten Partien, auch Personal, wen du lieber jetzt einsetzt, schon am Donnerstag oder wen erst am Sonntag? Also Hierarchie habe ich jetzt keine. Aktuell müssen wir wirklich schauen, wer steht zur Verfügung fürs nächste Spiel. Das macht es nicht einfacher fürs übernächste. Erfahrungsgemäß ist es schon schwierig, Donnerstag, Sonntag, der Rhythmus, dass man da zweimal 90 Minuten alle laufen lässt, also das wird es nicht spielen. Wir werden da sicher ein bisschen durchrotieren, auf das sind wir aber auch vorbereitet, wenn nichts außerordentlich jetzt mehr passiert. Danke, bitte rein, weiter da hinten, Christian Reichel von der Kronenzeitung. Deiner Meinung nach, war es mehr die Klasse von Salzburg oder waren es die Unaufmerksamkeiten, die am Ende den Ausschlag gegeben haben? Nein, natürlich. Salzburg hat unglaubliche Qualität in der Schnelligkeit, in der Zweikampfführung, einfach in der Handlungsschnelligkeit. Aber wir haben auch gezeigt, dass wir lange Zeit
fast die gleiche Qualität auf den Platz gekriegt haben und dementsprechend stimmt mir das sehr zuversichtlich. Man sieht, wer heute dann auch in der Startformation war, welche Ausfälle wir hatten. Ja, ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn da zwei Drittel der Scorerpunkte fehlen und trotzdem dann so aufzutreten, so eine Teamleistung zu zeigen, das passt, das stimmt uns alle sehr positiv. Trotzdem müssen wir einfach auch was Zählbares mitnehmen in Zukunft. Bitte, weitere Fragen? Horst, da kannst du, ja genau, alles steht davon ab und dann eine Reihe weiter vorne, Horst Hötsch für Kicker und Bundesliga. Ferdinand, du hast vorher gesagt, einige sind noch nicht in der Lage von Beginn an, oder waren heute nicht in der Lage von Beginn an zu spielen. Auch der Yusuf Demir ist am Bangel gesessen. Jetzt haben wir schon oft gehört, die körperliche Verfassung, da lässt einiges noch zu wünschen übrig. Kann man das irgendwie eingrenzen, wie lange das noch dauern wird, bis der wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte ist? Also es wird wirklich täglich besser. Das merkt man jetzt im Training. Das ist auch ein großer Verdienst von ihm, dass er wirklich in jedem Training an seine Grenzen geht. Also als Trainer kann man sich nichts anderes wünschen. Trotzdem ist er sich auch bewusst, dass er die nächsten Tage, Wochen noch brauchen wird, bis er voll fit ist und dann auch bei uns spielen kann. Danke, jetzt bitte die Reihe weiter nach vorne zu Horst Hötsch. Also, okay. Ich wollte fragen, was die Idee war, zuerst den Arase zu bringen, der zunächst einmal den Kitagawa ersetzt hat und 10 Minuten später oder so erst den Ferit Rauf und dann ist Petrovic raus und Arase ins Mittelfeld. Zwischendurch ist der Ausgleich gefallen. Was war der Gedanke dahinter? Frische, ganz klar. Also der Moritz Oswald hat selber gesagt, er kann nicht mehr. Das ist auch ganz normal. Das erste Spiel von Beginn an. Und vorne wollte er einfach einen frischen Stürmer bringen, der was nochmal richtig Gas gibt. Grüll hat dann eigentlich seine beste Phase gehabt, gerade da habe ich keinen Bedarf gesehen zu wechseln. Aber wir haben schon gesehen, dass es sehr intensiv war und da schaden dann keine frischen Kräfte. Aber warum nicht gleich Treuf? Das war eigentlich, was ich gemeint habe. Nein, weil wir mit Arage einfach mehr Speed gehabt haben, mehr die Räume bespielen wollten und da war ich einfach der taktisch gescheitere Spieler, sage ich mal, für mich, den zu wählen. Danke. Weitere Frage, Fragen? Scheint nicht so zu sein, dann wünschen wir allen ein möglichst schönes Wochenende. Wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder am Mittwoch vor dem UEFA.